Moin YouTube, was geht ab? Euer Olex1 und schon 2 ist mal wieder am Start. Heute mit einem neuen Video. Wir reagieren auf die Auslosung des Achtelfinals des FVM-Pokals. Und ja, demnächst kommen, denke ich, auch wieder Alemannia-Videos zu den Spielen. Ihr SC seht hier West jetzt nochmal Köln, der die FV Begegnung vom Bonn-Emmenich gegen Frauenpokal in der SC Übersicht. Fortuna Köln, SV Eintracht Hohkeppel gegen TBSV Füssenich-Gaich, der erste FFC Bergisch Gladbach gegen SV Viktoria Rot-Weiß-Waldenrath-Straten. Ja, dann kommen wir jetzt zur Auslosung des Bitburger Pokals der Jetzt Herren. kommen wir zum Die erste Runde ist Männerpokal. gespielt. Wir hatten viele spannende Spiele, bei denen sich die erwarteten Mannschaften wie 1. FC Düren, Eintracht Hohkeppel, Fortuna Köln und Alemannia Aachen einerseits durchsetzen konnten. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch die Pokalüberraschungen. So hat unter anderem der TV Hoffnungshall aus der Bezirksliga den Mittelrandligisten FC Hürth geschlagen. Das ist gerade das immer, was den Pokal besonders ausmacht. Und das hat für die geklappt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Teilnehmerfeld jetzt 16 Mannschaften, wie bei den Frauen halt eben. Unser Drittligist Alemannia Aachen, dazu die Regionalligisten Düren, Fortuna Köln und Eintracht Hohkeppel. Weitere 6 Mannschaften aus der Mittelrheinliga, 3 aus der Landesliga und 2 aus der Bezirksliga. Oh, offen ist noch die Paarung des SSV Bornheim gegen FC Viktoria Köln. Die wird in der nächsten Woche ausgetragen, aber sind natürlich jetzt bereits im Lostopf. Ja, Emma, dann darf ich dich jetzt bitten, auszulosen. So, los geht's. Schauen wir mal rein. Der FSV Neunkirchen-Seelscheid aus der Landesliga, Kreis Sieg. Spielt gegen SV Kurdistan Düren, auch aus der Landesliga, allerdings Landesliga 2 aus dem Kreis Düren. Landesliga-Duell also. Zwei Landesligisten damit schon mal aus dem Lostopf. Und der SSV Merten aus dem Kreis Bonn, Mittelrheinligist. Spielt auswärts beim TuS Mondorf, Bezirksligist aus dem Kreise Sieg. Ja, es könnte ein dicker Fisch werden, den wir bekommen. So, und der Regionalligist 1. FC Düren. Düren hatten wir ja letztes Jahr bereits. Jetzt könnte es zum Wiedersehen kommen. Spielt auswärts Nee, bei boah. Mittelrheinligisten Bonner Aber SC. auch tolles Duell. Düren, FC Düren gegen den Bonner SC. Also Bonn hat Heimrecht, Bonner SC gegen FC Düren. So, und unser Drittligist Ja, und da sind Alemannia wir. Aachen. Wenn es gegen Viktoria Köln gehen sollte, also wenn die weiterkommen, hätten wir dann sogar Heimrecht. Sonst haben wir Auswärtsrecht. Also Spielt spielen beim wir auswärts. Pokalschreck TV Nee, Hoffnungsthal, und wir das ist natürlich spielen mein gegen TV eigenbester Wunsch, ne? TV Hoffnungsthal. Hoffnungsthal spielt zu Hause gegen Alemannia Aachen. Also, ich denke nicht, dass das bei denen stattfinden wird, aber ja, schauen wir dann mal. So, eine Eintracht Hohkeppel auch aus dem Kreis Berg, allerdings Regionalligist. Okay. Der Regionalliga. Spielt beim Gegen Mittelrheinligisten Wegberg FC Beek, also bei Wegberg Wegberg Beek aus dem Beek, Kreis ja. Arnsberg. Sind ein paar knackige Duelle jetzt mit bei. Die haben da echt noch Glück gehabt, aber natürlich auch nicht zu unterschätzen. Die haben nicht sonst umsonst einen Mittelrheinligisten rausgeschmissen. Da sollten wir gewarnt sein. Und der Landesligist TuS Kludwig-Zülpich.
spielt gegen den Sieger aus der Partie Bornheim gegen Viktoria Köln. Und der VfL 08 Fischtal aus dem Kreis Aachen, Mittelrheinligist. Spiel zu Hause gegen SC Fortuna Köln aus der Regionalliga. Dann kommen wir auch schon zur letzten Partie. Und zwar Teutonia Weiden, Mittelrheinligist aus dem Kreis Aachen. Spielt gegen den Mittelrheinligisten TuS Blau-Weiß Königsdorf. Ja, danke Emma für die Auslosung. Ich glaube, da sind ganz spannende Partien dabei. Wir gehen die Paarungen jetzt noch einmal durch. Haben wir gleich eine Übersicht. Und zwar spielen dort der FSV Neunkirchen Seelscheid gegen SV Kronstan Düren. TuS Mondorf gegen SSV Merzen. Ausgetragen werden sie am 15. Dezember. 1. FC Düren, TV Hoffnungstal gegen Alemannia Aachen, FC Wegberg-Weg gegen SV Eintracht Hochkeppel, TuS Klodwig-Zülpich gegen den Sieger der Partie SSV Bornheim gegen FC Viktoria Köln, VfL 08 Fischtal gegen Fortuna Köln und der FC Teutonia Weiden gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf. Ich glaube, da sind ganz spannende Partien dabei. Wenn ich so sehe, Bonner SC gegen 1. FC Düren ist sicherlich ein ganz spannendes Spiel. Aber natürlich auch der Pokalstreik Hoffnungstal gegen Alemannia Aachen wird sicherlich auch wieder ein ganz spannendes Spiel. Ja, gespielt wird am 15. Dezember. Mit Ausnahme halt eben der beiden Drittligisten oder des Drittligisten, je nachdem des zweiten Drittligisten, das wird sich ja erst noch zeigen. Diese Spiele finden bereits in der Woche statt, am 11. Dezember und alle anderen am 15. Dezember, wobei die Mannschaften sich sehr gerne darauf einigen können, das Spiel vorzuziehen, um so vielleicht in eine frühere Winterpause zu kommen. So, ja, das ist hier der Kader von TV Hoffnungstal, die haben ja schon, wie gesagt, den Mittelrheinligisten ausgeschaltet. Können wir hier bestimmt auch bei den Spielen sehen. Wann war das? Ah, da muss ich natürlich auf vergangene Spiele gehen. Ja, hier nach Verlängerung den FC Hürth mit 2:1 ausgeschaltet. Ja, ist auf jeden Fall, hätte schwerere Gegner geben können, ist aber auch kein einfacher Gegner. Und ja, da schauen wir mal. Ausgetragen soll das, wie gesagt, am 11.12. soll das ausgetragen werden. Ja, Tabelle können wir uns auch mal angucken. 8. Platz, 17 Punkte, also Mittelfeld, genaues Mittelfeld. Sonst weiß ich nicht, will ich mal gucken, wie das Heimstadion von denen aussieht. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass das hier irgendwie für uns relevant ist, denn da werden wir nicht spielen können. Das wird wieder auf den Tivoli verlegt oder sonst wohin. Ich denke, wir spielen wieder auf den Tivoli, aber schauen wir da mal. Ja, also soll hier 1000 Zuschauerkapazität haben, das Stadion. Hier haben wir ein paar Bilder, also da würde ich viel drauf verwetten, dass wir da nicht spielen werden. Also das würde mich stark wundern. Wie gesagt, wird wahrscheinlich wieder auf dem Tivoli stattfinden. Ja, dann würde ich sagen, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom Gegner haltet. Und auch gerne alles andere in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das gerne durch. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Aktiviert dazu die Glocke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Alex und tschüss.